Voll! Heute eine neue Waffe in unserer langen Tradition vorstellen zu dürfen. Hier drin befinden sich die neuen M18, die heute weltweit im Laufe des Tages vorgestellt werden. Es sind in 18 Ländern, in insgesamt über 1500 Geschäften, überall diese Holzkisten versandt worden und werden heute mit dem noch geheimen Zahlencode geöffnet. Ich kann Ihnen jetzt bekannt geben, Nummer ist 764. Werner, sparen wir es auf, oder? Jo. Die Brille noch. Die Brille noch. Perfekt. Besten Dank. Was Sie hier sehen, ist die neue M18 aus dem Hause Mauser. Was haben wir gemacht? Wir haben uns auf die Essenz berufen, da wo wir herkommen. Kein Schnickschnack, keine Sachen, die man dazu braucht, sondern wirklich das, worauf es ankommt. Die M18 ist aus einem bewährten Stahlsystem. Ein ultrastabiler Kunststoffschaft mit 2 Komponenteneinlagen sorgt für den nötigen Grip. Auch haben wir bei dieser Waffe ein 5-Schuss herausnehmbares Magazin, eine 3-Stellungssicherung und einen einstellbaren Abzug. Und was viele Jäger freuen wird, die vielleicht die Erstwaffe, Zweit- oder Drittwaffe sich zulegen möchten, diese M18 hat ein UVP von 895 €. Kommen Sie, staunen Sie, berühren Sie. Bitte. So, wir sind hier am Stand von Mauser auf der Jagen & Fischen in Augsburg 2018. Vor einer knappen halben Stunde wurde die neue Mauser M18 vorgestellt. Und ich bin hier mit dem Werner Steckmann von Mauser und wir schauen uns das jetzt gleich mal nochmal im Detail ein bisschen an. Hallo Werner, servus. Hallo. Ja, die M18 wurde gelauncht. Genau. Das neueste Kind in der Mauser-Familie. Mhm. Ja, was gibt es dazu zu sagen? Hatten 2 Komponenten Polymerschaft mit Soft Grip Inlays, sprich an den Stellen ist sie besonders griffig. Okay. Und hier hinten halt richtig schön widerstandsfähig. Ja, super. Ja. Das Gewehr wird es erstmal in 2 Kalibern geben, 3006 und 308. Okay. Die anderen Kaliber werden peu à peu folgen. Und ja, klassische 3-Stellungssicherung, Verschluss mit einer 3-Warzen-Verriegelung. Mhm. Schön leichtgängig, hat ein 5-Schuss Kunststoffmagazin und einen einstellbaren Abzug. Ja. Alles, was man braucht eigentlich, ne? Also ja, und darüber hinaus noch so als netten Gadget. Hier hinten so ein kleines Fach drin, mhm, wo dann ja, so Kleinigkeiten wie Putzzeug, Survival-Kit oder der Flachmann eben reinpasst. Absolut. Ja. Super. Einfaches, simples Gewehr. Wo wird es preislich liegen? Also UVP wird sein ungefähr? Der UVP liegt bei 895 €. Okay. Ja. Super. Bezüglich der Montage, was können wir da verwenden? Da passen alle Remington 700 Basen drauf, okay, und die entsprechenden Montagen halt eben für Zielfernrohr oder... Ja, also Picatinny, 30er Mittelrohr, was halt gibt. Genau. Genau, wunderbar. Ja. Alles klar. Ja, super. Dann sage ich herzlichen Glückwunsch zum Launch. Dankeschön. Und vielen Dank für die Zeit. Gerne. Servus.